ich glaube, ich habe trotzdem alles ganz richtig übersetzt, meinte der Museumswärter. Mr. Pitch ging. Ich bin hier an Bord auf der AIDA für Lesungen. Und vornehmlich möchte ich gern für Kinder lesen, weil es erstmal wahnsinnig viel Spaß macht, den Kleinen was vorzulesen. Und weil ich auch glaube, dass es pädagogisch ganz wichtig ist, heute den, nicht nur den Eltern, was auch bei denen, glaube ich, so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, sondern auch den Kindern wieder zeigen zu können, dass Lesen Spaß macht, dass Lesen wichtig ist. Das Warten, flüsterte er und sah mich an mit seinen dunklen Augen, aus denen alle Angst gewichen war. Das Schönste ist, wenn es still wird. Also wenn man so das Gefühl hat, jetzt sind sie drin, jetzt habe ich sie gepackt. Und das ist für mich ein ganz, ganz tolles Gefühl, wenn ich merke, ich packe die Menschen, sie sind drin in der Geschichte, sie sind ja Teil davon. Und wenn es zu Ende ist, sie tauchen richtig auf und sagen, oh, das ist aber viel zu schnell vorbeigegangen. Oder Faye Dunaway hat gesagt, von manchen Menschen glaubt man, sie seien tot. Dabei sind sie nur verheiratet. Ich sag mal so, der Deutsche Comedy-Preis ist super, sieht nicht so toll aus, aber als Türstopper, weil er nämlich, glaube ich, drei Kilo wiegt, ist der großartig. Ich bin zum Beispiel ein Rotweinrusse. Es hat immer geheißen, so wie sie schreibt, kein Mensch. Und heute heißt es, das ist ein einzigartiger Stil. Reisen gibt mir immer Inspirationen. Also Reisen ist für mich sowieso, glaube ich, der Sinn des Daseins. Also, dass wir überhaupt auf der Welt sind, das gehört einfach unheimlich dazu.